Es ist der Traum aller Produzenten, Maschinen, Anlagenbauer sowie auch uns Gerätehersteller. Ein Massflow-Controller für alle Gase. Dadurch würden Artikelnummern reduziert, Lagerhaltung optimiert und einfach eine sehr hohe Flexibilität garantiert. Viele Hersteller bieten auch flächendeckend Umrechnungsfaktoren auf alle Gase an. Aber der Teufel liegt im Detail. Die meisten Massflow-Controller basieren auf dem thermischen Messprinzip. Hierbei ist das Sensorsignal ein Heizstrom oder eine Differenzspannung, die wiederum auf einen Massedurchflusswert kalibriert wird. In der Theorie gibt es ein ideales Verhältnis von Messsignal zu Durchfluss. In der Realität funktioniert dies aber nur für Gase, die ähnliche physikalische Eigenschaften haben. Am wichtigsten hierbei sind die Dichte, die spezifische Wärmekapazität sowie die Wärmeleitfähigkeit. Bei Fermentern und Bioreaktoren werden in der Regel vier Gase eingesetzt: Luft, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Für die ersten drei liegen die physikalischen Eigenschaften sehr nahe aneinander. Von daher ist eine Umrechnung mittels Faktor in der Regel ohne Genauigkeitsverlust machbar. CO2 hingegen verhält sich grundlegend anders. Von einer Umrechnung von Luft auf CO2 raten wir daher grundsätzlich ab, da dies zu einem Genauigkeitsverlust von bis zu 5% führen kann. Zusammengefasst bedeutet dies bei Burkhardt: Wir kalibrieren für Luft, Stickstoff und Sauerstoff mit Luft und die Geräte können ohne weiteres für all diese Gase eingesetzt werden. Und wir kalibrieren CO2 mit Echtgas CO2. Nur so können wir die spezifizierten Genauigkeitswerte unserer Kunden erreichen.